Es war an einem wunderschönen Morgen im Jahre 1848. Hier im wunderschönen Staate Colorado hat es sich zugetragen, dass ein Mann zum anderen ging und sagte: Du sag mal, weißt du, wo die Goldader ist? Und er drehte sich um und sagte: Ja, in meinem Rucksack. Da ist der Rest. Hau bloß ab hier. Und genau das ist jetzt unser Problem. Diese kleine Fehde hat sich hier in Victoria 3 zu einem riesigen Problem entwickelt. Und um das zu verstehen, müssen wir uns erstmal Colorado angucken. Und um, das war der falsche. Und um herauszufinden, das war auch der falsche. Alle guten Dinge sind 17. Nein, das war Trick 17. Alle guten Dinge sind 3. Was wir hier machen: Migrationsanziehung senken oder die Pops radikalisieren. Ganz ehrlich, bei einer Million Radikalen kommt es auf die paar auch nicht mehr drauf an. Aber das sind vor allen Dingen die Radikalen, ja, das hat man beim letzten Mal, sind vor allen Dingen hier in den Südstaaten. Das ist natürlich auch ein Problem unserer Gesetzgebung. Das muss man halt, okay, komm, jetzt machen wir erstmal eins zu Ende und dann reden wir darüber. So, also, was machen wir? Mehr Radikale will ich nicht, deswegen senken wir die Migrationsanziehung. Und was das bedeutet für uns, das müssen wir uns halt auch angucken. Und ganz ehrlich, die ist momentan zwar hoch, aber ich denke, wenn wir hier ein bisschen was machen, dann kriegen wir das hin. Das ist ja auch nur für 2 Jahre. So. Was ist hier übrigens passiert? Das ist ein Problem, was hier passiert ist. Was ist passiert? Wir haben natürlich das Gesetz hier geändert, dass die Sklaverei verboten ist. So, was haben die Sklaven jetzt natürlich gemacht? Sie sind ja keine Sklaven mehr. Und das ist ja auch gut so. Und jetzt stellen die sich natürlich hin und sagen, ja, aber wir kriegen gar nichts zu essen. Was ist denn das hier? Und genau das ist das Problem. Und da müssen wir jetzt versorgen. Wir müssen die Weizenproduktion ankurbeln. Und da sind wir dabei, indem wir jetzt Eisenbahnen bauen. Und danach, das können wir jetzt mal gleich machen. Das kann im Hintergrund dann weiterlaufen. Gehen wir mal auf den Markt und schauen uns nochmal die Situation an. Ah, es wird ein bisschen besser, aber nicht sehr viel besser. Und ne, Militär wollte ich nicht. Und deswegen gehen wir mal in die Weizenproduktion. Gucken wir mal in den Preisbericht. Sieht erstmal gut aus. Jawohl, sehr schön. Die Intellektuellen sind wieder propagandistisch. Propagandisten. Und jetzt gucken wir mal. Die Triage. Erste für Kasernen, für Einberufungszentrum und moderne Krankenpfleger. Sehr gut. Da müssen wir jetzt mal in die Pause gehen. Jetzt machen wir erstmal das zu Ende. Und ja, wir müssen eigentlich 35 Monate. Also ich weiß nicht, ob wir noch 2 Jahre warten können. Wir wollten uns ja bis 1850 so ganz grob auf den Krieg vorbereiten. Und da müssen wir jetzt auch nochmal gleich mal, da müssen wir auch gleich nochmal gucken. Da gibt es nämlich noch eine andere Sache, die wir machen müssten. Tja, wir könnten auch die Kräne machen. Wir könnten den verbesserten Dünger machen. Und wenn ich ehrlich bin, ich glaube, das ist in der aktuellen Situation für uns am besten, dass wir den Dünger verbessern. Ja. Okay, gut. Dann können wir damit weitermachen und die Gebäude bauen. So, jetzt haben wir die Weizenproduktion. Wir sind weltweit. Ich weiß gar nicht, auf welcher Stufe wir da stehen. Diplomatiespiel begonnen. Was? Wieso? Frankreich gegen Crew, das ist uns egal. Das interessiert uns nicht. Wir können einmal fix hier rüberschauen. Was ist denn da los? Entschuldigt bitte. Was ist denn hier los? Boah. Heidewitzka. Okay. Jetzt bin ich ein bisschen geschockt, wenn ich ehrlich bin. Worum geht's denn hier nochmal in dem Krieg? Vormundschaft beschließen, das ist uns egal. Oh, die stehen kurz vor dem Verlust. Eieieiei. Aber die haben auch nur demütigen, ne? Denn das schaffen sie definitiv. Oh, krass, Leute. Das sieht echt so aus, als wenn der große Krieg ungefähr passend zur Zeit auch wirklich von Österreich verloren wird. Tja, ja gut. Ist so. Da müssen wir leider mit leben. Gut, dann machen wir weiter und kümmern uns um unseren Kram. Da nehmen wir nicht dran teil. Da können wir auch die Neutralität nicht erklären. Wir sind Allianzpartner. Aber ansonsten werden wir uns da wie immer raushalten. Denn die Afrikaner hier in dem Fall sind noch nicht in unserer Einflusssphäre drin. Das interessiert uns tatsächlich einfach noch gar nicht. Afrika ist ein schönes Land. Da werden wir mal mit der Zeit mal gucken,
was die hier machen, aber da haben wir jetzt im Moment wirklich keine Anteile dran. Wir müssen erstmal zusehen, dass wir hier ganz Amerika bekommen. Und dazu gibt es, habe ich gesehen, im Journal eine Entscheidung, die wir treffen sollten. Unsere große Nation ist dazu bestimmt, sich über den gesamten Kontinent auszubreiten, und die Option besteht, und das sollten wir auch machen. Das Problem ist, wir kriegen Verrufenheit. Wir kriegen Verrufenheit bei vielen Staaten. Wir kriegen die Verrufenheit bei Mexiko, Großbritannien, Russland, Frankreich, Spanien, Neugranada. Das können wir aber mit der Zeit wieder verbessern. Die Südstaaten werden schlechter, und das Problem ist, die Intellektuellen kriegen ein Problem mit, ja, eben genau. Also das Problem ist, die Intellektuellen verlieren damit die Migrationsanziehung, und das ist momentan eine Sache, wo ich nicht weiß, ob ich aktuell bereit bin, dass zu akzeptieren, dass wir das Ganze bekommen. Ja. Aber das sind halt einfach schon wichtige Ziele. Deswegen, wir haben uns gesagt, wir spielen hier realistisch, also machen wir das. So. Also, die mexikanische Abtretung wurde dem Journal hinzugefügt. So, gucken wir uns das mal an. Es ist unser Schicksal, dass unser Territorium sich vom Atlantik bis in den Pazifik erstrecken soll, von einem funkelnden Meer zum anderen. Und abgeschlossen ist das Ganze, wenn alles bei uns liegt. Also, ihr Lieben, die Kriege beginnen. Mit übrigens auch, was haben wir denn hier? Die Vereinigten Staaten von Amerika besitzen die Staatenregion Colorado. Das ist das hier, ne? Ja, da werden wir dran arbeiten. Okay, dann können wir tatsächlich mal anfangen. Ja, wir haben jetzt die Migrationsanziehung verloren. Das ist wirklich schlecht. Das muss man ehrlich sagen. Aber wir haben uns dazu entschieden, wir wollen historisch spielen und auch diesen Teil natürlich hier haben. Und dann irgendwann auch den Teil hier. Das steht ja bei der jetzt exakt diesen Moment gegründeten Hudson Bay Company in diesem Bereich. Ja, auch völlig außer Frage. So. Jetzt gibt es hier immer noch keinen Friedensschluss. Aber ich bin da ganz guter Dinge, dass das schnell geschieht. Ja, und in dem Moment war es das. Genau, das war es mit dem Krieg gegen Preußen und Österreich. Und Österreich hat eben diesen verloren. So, da gibt es Kolonialisierung. Das ist uns in dem Fall egal. Okay, gut. Also Kolonialisierung von Afrika, den Sachen, da ist es. Österreich hat die Rivalität beendet. So, oh, das... Oh, die Wahlergebnisse sind da. Die Whig-Partei, 52% der Stimmen. Jawohl, ja. Sehr gut. Dann können wir die Whig-Partei in die Macht holen, die Demokraten rausschmeißen. Mit Abraham Lincoln. Mein lieber Abraham, sehr schön, dass du da bist. Das bedeutet, dass wir dich reinholen und die Demokraten raus, bitte. Ha, sehr cool. Plus 17%. Das könnte vielleicht mit viel Glück die Radikalen senken. Hoffen wir es mal. Ja, yep, einmal bestätigen. Wir könnten natürlich auch die Industriellen reinholen. Wollen die das? Nee, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das weiß ich ja gar nicht. Was ist, wenn wir die Landbewohner rausschmeißen? Oh, sogar 23. Wieso hatte ich denn die Landbewohner drin? Was hat das für einen speziellen Grund gehabt? Tja. Abraham Lincoln, aus welcher Partei ist der? Ein Intellektueller. Ja, dann wird das auch Whig-Partei sein, ne? Ja, ist gut, alles klar. Ist der Vorsitzende. Ja. Er ist ein Politprofi, inspirierender Redner und taktvoll. Gut, das wissen wir ja alles. Und strongly gegen Sklaverei. Ja, top. Das ist super. So machen wir das. Wir nehmen die beiden raus. Und gehen bitte auf die Whig-Partei. So, wunderbar. So machen wir das. Dann haben wir es eigentlich auch jetzt wieder hoffentlich halbwegs stabil und könnten unsere Radikalität ein bisschen senken. Das würde mir ja ganz gut gefallen. Und dann sollten wir auch gleich nochmal in die Gesetze gehen und mal schauen, ob wir dort ein Gesetz ändern können, was vielleicht auch diesen Bereich hier ein bisschen verbessert. So, wir sind bei 14,5. Das wollten wir jetzt auch noch machen. Die Intellektuellen sind jetzt mächtig, aber immer noch nicht loyal. Das ist natürlich
sehr ärgerlich. Import wurde für Tuch abgebrochen. Mit anderen Worten, John ist gestorben. Okay, der hat das anscheinend nicht ausgehalten, was wir gerade mit ihm gemacht haben. Der tapfere Lokführer. Ein Zugunglück in Georgia hätte beinahe zu vielen Toten geführt, wenn der Lokführer nicht so rasch gehandelt hätte. Ein Held. Heldenhaft verlor er dabei sein eigenes Leben. Oh mein Gott. Nur wenige starben, doch es wird etwas dauern, das Wrack zu beseitigen. Egal, worum es geht, wir müssen ihm helfen und seiner Familie. Minus 5 Infrastruktur. Oder Bahnangestellte sollten mehr dafür bekommen, auf der Arbeit zu sterben. Ja. Genau. Das Ereignis minus 5 Infrastruktur gibt es auf jeden Fall. Aber wir werden denen ein bisschen helfen. So machen wir das. Einfach aus. Das ist einfach das, weiß nicht. Ich krieg's einfach nicht übers Herz. Egal, was er gemacht hat, er hat sich für die Menschen, die er transportiert, geopfert. Er hat sein Leben gegeben, weil er an den Traum der Eisenbahn geglaubt hat. Und der amerikanische Traum, der Traum der Eisenbahn, vom Tellerwäscher zum Eisenbahnbauer. Und ganz ehrlich, also wir können jetzt nicht aufhören, da unseren Hintern hinzuhalten und zu sagen, du hast alles richtig gemacht, mein Lieber. Genau so muss man das machen. Und dazu stehen wir auch. Dazu stehe ich mit meinem Namen. Okay, so, also. Jetzt gehen wir noch einmal kurz in den Markt rein. Wir wollten uns ja eigentlich ganz am Anfang irgendwann mal mit Weizen beschäftigen. Jetzt sollten wir das definitiv auch tun. Und wir müssten auch noch ein paar Kasernchen bauen, denn wir haben hier nämlich die erste Hilfe. Das erhöht den Opium- und den Tuchpreis bei uns, aber das ist mir in dem Fall egal. Erste Hilfe ist wichtig. Das machen wir. Aber auch nur bei denen hier. Bei den Einberufungszentren brauchen wir das, glaube ich, jetzt noch nicht. Hier war, glaube ich, jetzt alles soweit okay. Genau. So, dann. Weizenfelder. Da müssen wir auf jeden Fall etwas machen. Und die laufen tatsächlich doch relativ gut in Kansas. Da wird eine Eisenbahn gebaut. Das sorgt hoffentlich dafür, dass wir in Kansas. Jetzt gucken wir mal, was so eine Stufe hier bringt. Plus 50 Getreide. Das ist natürlich nicht allzu viel. Wir bauen mal 3 Stück. Und das wird uns kosten eine Infrastruktur nur. Okay. Montana haben wir nichts gebaut, ne? Nee, brauchen wir das da unbedingt? Oh ja, brauchen wir. Dann bauen wir da auch noch eine Eisenbahn. Und dann setzen wir hier bitte auch auf 3 Weizenfelder. Wyoming, guck mal, wir gehen da gleich mal auf 5. So. Massachusetts, wo war das jetzt? Hier hinten. Nee, da machen wir nichts. Da machen wir nichts, da machen wir nichts. So, dann haben wir die South Dakota. Bauen wir da auch was? Ja, da könnten wir also auch die Weizenfelder bauen. Es gibt nicht genügend Pops. Wir machen das trotzdem. Genau. Wir fangen erstmal mit 2 an, damit wir die Leute hier reinziehen. Okay, eins, also ein Thema nach dem anderen. Gut, dann, wenn wir das haben, werden wir nochmal, wie lange bauen die jetzt daran? Bis, oh Gott, das dauert ja ewig, aber das ist eine wichtige Sache. Damit kriegen wir das Thema Weizen in den Griff, damit kriegen wir das Thema Pops in den Griff, damit kriegen wir die Verarmung hier in den Griff, denn wir hatten das ja schon mehrfach jetzt ausgerechnet, dass das ein Problem ist. Und dann wird es, in meinen Augen, dann wird es besser. Dann sollte es besser werden. Aber darum müssen wir uns jetzt wirklich erstmal hauptsächlich kümmern. Gut. So, die Eisenbahn ist tatsächlich auch gleich fertig. Gucken wir mal, das ist dort vorne. Wir bauen hier lang, genau. Was haben wir? Warenzufuhr bei den Opiums. Okay, gut, das kann ich ja schon mal weiterbauen. Wo ist Opium? Da. Das können wir nur aus den Britannien kaufen. Also von. Dann machen wir das. Niederländer erklären die Neutralität. Ach, hier oben bei dem Thema. Tja, oh mein Gott. Sollen sie mal machen. Das ist uns egal.
Sollen sie das mal machen. So, wie sieht sie allgemein aus? Da oben. Was ist denn das? Gegen wen führen die denn jetzt schon wieder Krieg? Ja, kennen wir schon. Ignorieren wir. Gegen tatsächlich Mecklenburg-Strelitz. Okay, spannend. Hannover befreien? Na gut. Bin mir gespannt, was dabei rauskommt. So, ansonsten hier passiert nichts. Da gibt es einen kleinen Krieg. Ja, das ist jetzt so. Crew muss ich jetzt auch nicht unbedingt haben. Na gut. So, Qing. Russland. Okay, da passiert nichts. Gut, dann nächstes Thema. Wir gehen einmal in die Politik rein und in die Institutionen. Da wollte ich eigentlich gerne rein und wir haben jetzt das Kolonialamt und da bin ich mir nicht sicher, ob wir das wirklich brauchen und ob wir das einfach mal zurückfahren. Das wird uns mit Sicherheit ein bisschen helfen. Oder ob wir das Kolonialamt einfach ganz aufgeben, denn wir wollten ja so und so einmal durch die Gesetze gehen. Das Zensuswahlrecht, das allgemeine Wahlrecht wollen sie immer noch nicht. Das wird auch schwierig. Oh, das wäre natürlich Multikulturalismus, könnten wir jetzt erlassen. Ei. Das ist schwierig. Die Südstaaten werden dagegen sein, die Kleinbürger, die sind... Nein. Die Evangelisten? Auf minus 14? Was? Boah. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Völlige Trennung, gewählte Verwaltung, okay. Ein Amt für Inneres, garantierte Freiheitsrechte. Tja. Ist jetzt die Frage. Minus 10 Fortschrittszentrum für Revolution ist schon mal gut. Minus 5 Radikale durch sinkenden Lebensstandard und plus 5 Royalisten. Ja, das wäre schon... Nicht uninteressant. Warum steigt das denn schon wieder so? 170.000 aufgrund der unerfüllten Protestbewegung. Tja. Wir sollten das mal versuchen, ne? Aber wir 14% Chance. Alle 180 Tage. Die Südstaater sind der Stadtler sind dagegen und die Industriellen sind dagegen. Das gibt minus 10. Boah. Was haben die Industriellen denn jetzt gerade für einen Perk drin? Nein. Die Technikkosten. Und wir haben finanzielle Probleme. Da müssen wir mal drauf achten. Weil wir jetzt gerade mit den Bauwaren sehr viel ausgeben. Unser Investmentfonds leer. Ja, da müssten wir mal überlegen, ob wir... Jetzt müssen wir wirklich mal kurz auf Pause machen. Das machen wir gleich. Wir da was machen, aber jetzt bleiben wir erstmal hierbei. Tja. Die Südstaaten hassen uns. Die Industriellen hassen uns. Wir tauschen im Prinzip einen Radikalen gegen den anderen, ne? Das muss man halt mal sagen. Ah, schwierig. Wir versuchen das nochmal. Wir versuchen das nochmal. Ich persönlich sehe das ganz genauso, dass wir das definitiv brauchen hier in Amerika. So, also... Jetzt werden wir nochmal schauen, ob wir in der Lage sind, unsere Militärs zu versorgen. Und das sieht... Munition ein bisschen knapp. Müssen wir noch was bauen. Sieht aber grundsätzlich gut aus. 16 Sachen haben wir noch. Hier wird kräftig gebaut. Und das ist halt eine Sache, die will ich erst fertig haben, die Eisenbahn. Dass unsere Leute die auch vernünftig aufmarschieren können. Ich glaube nämlich nicht, dass die hier sowas haben. Also wenn ich das so sehe, dann... Bin ich mir ziemlich sicher, dass sie es nicht haben. Denn hier gibt es jetzt eine Eisenbahn. Ihr seht's. Ist das nicht herrlich? Und hier endet sie. Hier wird auch schon gebaut. Sehr gut. Missouri, Kansas. Da gibt es eine Eisenbahn. Hier geht's lang, Leute. Ist das toll? Herrlich. Bis dahin. Aber da kommt's auch noch. Wenn die Sachen... Na, hier nicht... Aber wenn sie hier vorne fertig sind, in 4 Wochen, dann gibt es mit Sicherheit auch dort eine Eisenbahn in Kansas. Sehr schön. Gut. Land unterworfen. Was ist denn... Wo sind die denn?
Ach Gott, da unten? Aber da habe ich ja noch nie hingeguckt. Also selten. Ja, okay, dann ist es so. So, Munition wird günstiger. Investment for the Institute der Bildung wurde auf 3 erhöht. Sehr gut. Wunderbar. Das gefällt mir. Ja, gut. So, jetzt senkt unser Geld nach wie vor, aber nur unsere Reserven. Jetzt mal gucken, dass wir mit den Bauten so weit fertig werden. Und das noch eine Woche und dann ist das hier durch. Und dann haben wir auch endlich Kansas angeschlossen. Sehr schön. Und da müssten wir jetzt die Eisenbahn sehen. Wie sie sich irgendwann ihren Weg da entsteht. Ihr habt es gesehen, wie sie entstanden ist? Oh, ist das cool. Live und in Farbe habt ihr die Entstehung der Eisenbahn hier in Kansas miterleben können. Sehr schön. So, jetzt fangen auch die ersten Weizenfabriken schon an. Farmen und dann sollten wir das Thema hier hoffentlich bald durchhaben. Und dann werden wir uns mal in der nächsten Folge, dann können wir uns mit Macrico befassen. Aber da müssten wir natürlich erstmal die ganzen Bauten durchhaben und einige andere Dinge machen. Das ist, denke ich mal, noch wichtig. Crew wurde annektiert. Ja, das hätte ich jetzt auch nicht, das hätte ich jetzt auch nicht anders erwartet. So, wir schauen nochmal hier hin nach Preußen. Wenn ich ehrlich bin, das wird mit Sicherheit demnächst nach Preußen ein oder in Preußen einverleibt. Okay, jetzt bleiben wir mal beim Thema Etat und beim Thema Politik. So. Das allgemeine Wahlrecht soll gemacht werden. Das finde ich ja nach wie vor gut. Und ich würde... Tja, brauchen wir das wirklich nicht? Nee. Wir setzen drunter. Wir setzen uns runter in der Hoffnung, dass wir dann ein bisschen an Bürokratie gewinnen. Kolonialamt 250, das sollte ein bisschen was bringen. Dann könnten wir zum Beispiel hier höher gehen, bei den Gesetzeshütern. Das finde ich sogar ganz, ganz praktisch. Hat nur wiederum Probleme, dass die Südstaatenpflanzer sehr stark werden, aber tja, das sind alles Sachen... Da müssen wir uns drum kümmern. So, 16,8 Millionen, 1,14. Ja, ihr seht, jetzt kommt es aus der Protestbewegung. Da versuchen wir was zu machen. Wir sind auch dabei, hier was zu machen, obwohl es momentan noch nicht danach aussieht, als wenn es passiert. Wenn wir übrigens das haben, also dieses Gesetz durchkommt, dann würde ich gerne die... Wo heißt es? Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Die Rassentrennung auf Multikulturalismus umstellen, wenn wir das hinkriegen. Und ich denke, wenn wir das schaffen, haben wir einen sehr guten Durchschnitt geschafft für uns, dass wir eine wunderbare, moderne Gesellschaft haben, wo keiner aufgrund seiner Kultur ausgegrenzt wird, wo wir ein allgemeines Wahlrecht haben, wo jeder wählen darf ab, ich glaube, bei den USA ist es, ich weiß es gar nicht, 21, 18? Argentinien? Stellt sich auf die Seite von Bolivien. Okay, was ist denn da unten los? Ah, okay. Da gibt es einen Aufstand. Alles klar. So, Importroute für Sachen abgelehnt. Für Motoren abgebrochen. Ah, die sind gerade sehr teuer. Aber das kriegen wir alles hin. Es sind ja nur noch 2 Eisenbahnen. Der Rest sieht ja gut aus. Weizen 400, ey, ist das der Wahnsinn. Durch die Hingabe bestimmter Salze, Mineralien oder Chemikalien zu einem Rohmaterial kann man das Aussehen der hergestellten Bahn massiv beeinflussen. Ja, das stimmt. Okay, wir schauen nochmal zum Schluss, ob wir irgendwas machen können. Denn wir verlieren immer wieder weiter an Boden. Das Problem ist, wir kommen da nicht hinterher, ne? Wir haben echtes Problem. Also da müssen wir besser werden. Also das muss man ganz klar sagen. Gucken nochmal hier rein. Das bleibt so, wie es ist. Ja. Können wir noch etwas importieren? Ich glaube nicht. Nee. Nee, wir haben auch keine Konvois mehr. Davon mal ganz abgesehen. Das wird leider nichts werden. Ja, gut. So, Weizenbreit, mechanische Werkstatt mit Weizen, also Gummi. Großbritannien, das ist uns in dem Fall egal. Okay. Hoffen wir mal, dass wir das mit dem Thema Weizen in den Griff kriegen. Wir können aber in das Gebäude gehen.
Und die Fabriken, da können wir noch was umstellen. Das bringt uns momentan nichts. Oder, Moment, wir könnten mal gucken. Natürlich durch das Backpulver. Ah, da verbrauchen wir auch mehr Getreide. Nee, das geht nicht. Das haben wir momentan nicht. Glashütten könnten wir auf Kristallglas umstellen. Braucht weniger Blei. Aber deswegen sind wir eigentlich nicht hier. Wir müssen uns erstmal auf die Lebensmittel konzentrieren. So, das sind die neuen Felder. Da sind wir momentan bei den Zitrushainen. Und wenn ich ehrlich bin, ich würde da gerne auf die gleichbleibende Feldfrucht gehen. Sodass wir einfach ein bisschen mehr Weizen produzieren. Und dann müssen wir auf jeden Fall einige Subventionen mal beenden, nämlich die Subvention der Stahlwerke. Ah. Wie viel bringt uns das denn ein? Wir sind bei minus 61.000, weil wir so viel bauen. Einkommensteuer, Kopfsteuern, Verbrauchssteuern. Subventionen sind 57.000 der Eisenbahn und der Stahlwerke. Dann müssen wir jetzt einfach mal die Subvention der Eisenbahn einstellen. Ja, müssen wir jetzt machen. Da muss die Eisenbahn jetzt einfach mal selbst ans Laufen kommen. So, wir werden sie weiter mit Waffengewalt zwingen, so leid es mir tut. Und Steuerhinterziehung, Frankreich hat Guinea kolonialisiert. Das ist sehr schön. Und wie es weitergeht, ihr Lieben, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Und da kümmern wir uns dann um diese Sachen hier. Macht's gut, bis dahin, euer Strategiene. Ciao, ciao.